Liebe Freunde, heute die Buchvorstellung Nummer 4 von mir. Das Buch, das ein Freund von mir geschrieben hat und das wirklich sehr unterhaltsam ist. Es geht diesmal um das Buch Milliarden Mike. Ich habe sie alle abgezockt. Dieses Buch hat mein Freund geschrieben, der früher Peter Wappler hieß oder immer noch heißt. Jetzt nennt er sich aber Milliarden Mike. Und wir beide, Milliarden Mike und ich, wir kennen uns seit, na, fast 50 Jahren, waren zusammen Boxer hier in Lübeck und haben auch zusammen einen Kampf bestritten. Und wie das so ist unter Boxern, auch wenn die Karrieren völlig unterschiedlich sind, denn Milliarden Mike hat sein halbes Leben, mindestens sein halbes Leben im Hochsicherheitstrakt von Santa Fu verbracht in Hamburg in der Sicherheitsabteilung. Und ich war ja, wie ihr wisst, in dieser Zeit die ganze Zeit bei der Polizei, hat uns trotzdem das Ganze nicht getrennt, wie das unter echten Kämpfern so üblich ist. Ich wollte von den dunklen Geschäften von Milliarden Mike nichts wissen. Und er ist nicht in mein Büro gekommen, sondern wir haben uns dann bei uns getroffen. Zum Beispiel, als er für mein Buch Box einen Artikel geschrieben hatte über die von ihm gegründete Boxabteilung in Santa Fu, die sehr erfolgreich kämpfte. Ja, er war auch mit seiner Partnerin bei meiner Hochzeit zugegen und wir haben bei ihm rauschende Feste gefeiert mit Prominenz, mit Havanna-Zigarren, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich das Buffet habe stehen lassen. Ich sage, Peter, wenn du jetzt hier mit einer Havanna kommst, die rauche ich erstmal. Das Buffet kann 2 Stunden warten, da gehe ich hinterher ran. Aber sowas Tolles, das musste ich erstmal genießen. Nun gut, wie gesagt, wir hatten Interessenkonflikte vielleicht beruflicher Art oder bei ihm mehr hobbymäßiger Art. Aber über diese Themen haben wir nicht geredet und durch unsere Boxfreundschaft war das alles nebensächlich. Nun gut, und dann erfuhr ich, dass Milliarden Mike dieses Buch geschrieben hatte und ich lernte dadurch erst richtig seine ganze Lebensgeschichte kennen, die in diesem Buch enthalten ist. Es ist nahezu unglaublich, wie die Geldgier anderer Menschen ihn dazu brachte, aus dieser Geldgier der anderen ein Vermögen zu ziehen. Er gilt als der größte Betrüger Deutschlands, sollte Sicherungsverwahrung erhalten und aus diesem Grunde gelang ihm tatsächlich die Flucht. Das ist alles hier drin beschrieben. Das war damals auch ganz groß in den Zeitungen. Nachher haben sie ihn in Portugal festgenommen und wieder nach Deutschland verbracht. Aber zwischenzeitlich hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass eine Sicherheitsverwahrung für ihn nicht zulässig war. Und so war er wieder auf freiem Fuß und lebte dann zunächst einmal sein Leben. Aber was in der Vergangenheit abgelaufen war, das steht in diesem Buch. Natürlich hat er dafür seine Strafe längst abgesessen. Einige Sachen sind auch seit Jahrzehnten verjährt. Aber die Geschichten hier drin, die sind so interessant und die kann ich nur jedem empfehlen. Und im Übrigen habe ich gehört, dass mein Freund Mike jetzt wohl wieder in Untersuchungshaft sitzen soll. Ich hoffe, dass sich die Vorwürfe nicht bewahrheiten, denn er hatte mir eigentlich gesagt, dass er jetzt ein vernünftiges Leben ohne Straftaten führen wird. Ich hoffe, dass er aus dieser Nummer rauskommt und zum soliden Leben zurückfindet.
Mal sehen, was das wird. Auf jeden Fall möchte ich ihn zumindest dadurch unterstützen, dass ich sein Buch hier auch mal vorstelle. Und das tue ich nicht nur, weil ich ihm in dieser Beziehung auch gönne, dass sein Buch oft, gut und oft gelesen wird, sondern weil das Buch einfach klasse ist. Das sind Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken. Und wie gesagt, ich habe das mit Begeisterung gelesen, das Buch, und kann das nur jedem empfehlen, diese Lebensgeschichte von Milliarden Mike nachzuverfolgen. Ein sehr unterhaltsames, tolles Buch mit einer Persönlichkeit, möchte ich mal sagen, die seinesgleichen sucht. Denn damals, als wir uns kennenlernten, da waren wir so 16 oder 17 Jahre, da lebte Peter noch bei seiner Familie in einem Zigeunerlager hier in Lübeck. Er hatte die Schule abgebrochen, konnte weder vernünftig schreiben noch lesen, aber ist dann seinen kriminellen Weg gegangen. Und der wird hier ausführlich beschrieben. Und wie gesagt, eins werdet ihr euch bei diesem Buch bestimmt nicht langweilen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Lektüre und hoffe, dass sich dieses Buch weiterhin gut verkauft, denn es war schon längst ein Bestseller. Bis zur nächsten Buchvorstellung. Euer Joe.